Hallo Puja, Hallo Frau na, Scholz. wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Mir geht's nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen, Fieber und Bauchschmerzen. Oh nein, das hört sich ganz nach einem grippalen Infekt an. Ist das in Ordnung, wenn ich dich einmal kurz untersuche? Ja. Ich würde jetzt einmal dich abhorchen, also auf deine Lunge hören. Dafür müsstest du einmal aufstehen und den Pulli nach oben ziehen. Ich halte ihn einmal fest. Und dann bitte einmal tief ein- und ausatmen. Alles klar. Das hört sich gut an. Jetzt würde ich einmal noch aufs Herz hören, ob da alles in Ordnung ist. Und danach würde ich einmal in deinen Hals schauen, ob da irgendwie eine Rötung zu erkennen ist. Und ansonsten nochmal auf deinen Bauch gucken, wegen deiner Übelkeit. Okay. Jetzt würde ich einmal in deinen Hals schauen. Dafür müsstest du einmal kurz die Maske Ja. absetzen. So, einmal den Mund weit öffnen und A sagen. Ich sehe eine leichte Rötung. Dafür würde ich einmal ein paar Tabletten gegen die Halsschmerzen aufschreiben. Okay. So, jetzt müsstest du einmal den Bauch frei machen, damit ich da einmal abhören kann. Okay. Ich taste noch einmal ab, ob da irgendwie Schmerzen. Meine Hände sind kalt, Vorsicht. Hier ist alles in Ordnung. Ja, Hier auch? Hier oben auch? das. Nur hier. Ja. Ah, okay. Dann würde ich sagen, habe ich alles erledigt. Ich werde meine Dokumentation machen und ich werde auf jeden Fall dich eine Woche krank schreiben, damit du dich zu Okay. Hause vernünftig auskurieren kannst. Und dann bekommst du auf jeden Fall noch ein Rezept von mir mit für die Halsschmerzen und für die Übelkeit. Und das kannst du dir vorne an der Anmeldung dann abholen. Okay.